einzige Baum- und Strauchbestand des innerstädtischen Platzes wird mitten im Klimanotstand gerodet. Eine Temperaturerhöhung um 8 bis 12 Grad wird mitten in der Innenstadt verursacht und durch diesen Bebauungsplan legitimiert. Und der Wilhelm-Leuschner-Platz steht damit in einer Reihe mit vielen weiteren Bauvorhaben. Diese Belange, Klimaschutz und Biodiversität, sind angesichts von Klimanotstand und Artensterben das überwiegende öffentliche Interesse. Wir brauchen endlich ein Umdenken im Sinne von Klimaschutz und Biodiversität und eine städtische Politik, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist, die ihre Bürgerinnen nicht mit grünen Phrasen täuscht, sondern die Bürgerinnen und Umweltverbände anhört und einbezieht und einen wirklichen naturschutzbasierten Klimaschutz verfolgt. Nun kommt das Thema Gesamtvorlage und ich bitte Sie um Ihr Votum. Und das Ergebnis lautet jetzt 42 Ja-Stimmen, Nein, 8 und Enthaltungen 2. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nicht dafür, dass Sie abgesegnet haben, sondern dass Sie konstruktiv begleitet haben. Ja, am 5. Juli stand nun der Bebauungsplan Wilhelm-Leuschner-Platz auf der Tagesordnung der Ratsversammlung. Und zwar einmal als Satzungsbeschluss, der nun endgültig hier beschlossen werden sollte, und mit einer Einwohneranfrage von Ines Wangemann. Ja, Ines, wie hast du diese Einwohneranfrage erlebt? Da ich ja meine Geschäfte hier am Leuchtenden Platz habe und ich natürlich Interesse daran habe, dass sehr viel Grün erhalten wird, natürlich hier auch gebaut wird, aber auch viel Grün erhalten wird, habe ich mir im Vorfeld das Gutachten durchgelesen und habe mir unterstützende Hilfe geholt von zuerst den Herrn Axel Schmoll, der 10 Jahre bei der Naturschutzbehörde gearbeitet hat. Dann habe ich den Tobias Mehnert von der Grünen Liga gefragt, der also sehr erfolgreich bei der Klage in Auenwald war. Und ich habe noch den Herrn Carsten Biederlein gefragt vom NABU, Vogelexperte. Und ich habe mir natürlich bei meinen 3 Fragen bzw. bei den Antworten gehofft, dass ich eine konkrete Antwort bekomme und dass ich vor allen Dingen, dass die Abgeordneten vielleicht, dass ich sie vielleicht zum Nachdenken motivieren kann. Aber im Grunde genommen wurde mir klar, dass alles schon in Sachen Typen ist und das ist für mich auch so eine Art Scheindemokratie, weil man will nicht wirklich was ändern, da geht es nicht um Inhalte, sondern da geht es letzten Endes um die Politik. Ne? Es ist eigentlich schon alles klar und es wird eigentlich, das ist nicht das erste Beispiel, ist meine Meinung, über die Köpfe der Bürger hinweg beschlossen. Und das habe ich wirklich 2 Tage gebraucht, weil ich war richtig schockiert. Und ich hatte mich wirklich auch darauf vorbereitet und darauf gefreut, dass ich da auch was sagen kann. Aber es ist wirklich sehr schockierend, muss ich sagen, wenn man also diesen Eindruck gewinnt, dass da nichts vorangeht und dass es vor allen Dingen niemanden interessiert und dass die Natur hier in Leipzig absolut ignoriert wird. Und ich will jetzt zum Schluss noch was sagen. Ich habe das noch nie erlebt. Das ist erstmal, finde ich, eine Wende in dieser Stadt. So viel positiven Anklang von Bürgern dieser Stadt, die also zu mir in den Laden kamen, auch Freunde, und die eben auch gesagt haben, dass es ihnen genauso geht und dass sie den Glauben an diese Politik in dieser Stadt hier verloren haben. Und gerade auch bei den Grünen, also dass das Programm der Grünen konträr steht zu dem, was eben in ihrem Programm steht. Also die Enttäuschung der Bürger ist auch ganz groß, würde ich sagen. Und trotz deiner Anfrage und trotz der Mahnwache, trotz der Petition, die die Initiative Stadtnatur kurz vorher noch ins Leben gerufen hat, ist eben vernichtend eigentlich für diesen Satzungsbeschluss abgestimmt worden. Also das heißt, es ist beschlossen worden, dass hier diese Bebauung wie geplant stattfindet, dass der gesamte Platz eben kahlgeschlagen wird. Wir stehen hier unter dem Naturdenkmal würdigen Silberahorn, der wird verschwinden. Es ist wirklich erschütternd. Und
Du hast angedeutet, seitdem ist aber viel passiert. Was ist seitdem alles passiert? Seitdem ist passiert, dass, wie gesagt, ich habe es so noch nie erlebt. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie so ein Wendepunkt bei den Leuten eintritt, also dass die Versprechungen der Stadt nicht eingehalten werden. Oder wir erleben ja wirklich seit 10 Jahren nur noch Rodungen, Rodungen über Rodungen, aber im Grunde genommen keine Neupflanzungen, keine Ersatzmaßnahmen. Und ich glaube, dass durch diesen Leuchtenplatz hier auch eine Art Wendepunkt ist. Mhm. Ja? Mhm. Also ich erlebe das so extrem. Ich denke, dass das hier weitergeht und dass das letzte Wort noch nicht gesprochen wird. Also die Petition hat einen großen Zulauf bekommen. Ne? Die Petition hat großen Zulauf bekommen. Innerhalb kürzester Zeit. Ja, also es ist wie so eine kleine Welle, dass also die Leute, dass wir die Trommeln schlagen. Wir müssen gar nichts machen, sondern die Leute kommen von selber. Ja. Und sagen, wir wollen euch hier unterstützen, wie können wir helfen? Und mittlerweile hat es sogar die, sagen wir mal, die Geschäftsleute erreicht, dass also auch andere, also nicht nur die Naturschutz, die Naturfreunde, sondern eben auch Geschäftsleute mittlerweile kommen und sagen, jetzt ist Stopp, jetzt ist Schluss, wir machen das nicht mehr. Ja. Finde ich toll. Also ich freue mich darüber sehr und ich hoffe, dass es irgendwie doch positiv endet. Gut. Ja. Mhm. Anja, grüß dich. Schön, dass du hier bist. Danke. Was hast du denn heute schon so gemacht? Ach du, ich war jetzt gerade hier am Wilhelm-Leuchner-Platz, überall an den Haustüren und in Geschäften und habe die Zettel von unserer Petition, da gibt es solche Abrisszettel, die habe ich ausgedruckt, habe ich da aufgehängt. Da kann man dann sozusagen mit dem Handy den QR-Code scannen und kommt auf die Petition, die man unterschreiben kann dann. Oder halt solche kleinen Abrisszettel sich abreißen und mit nach Hause nehmen. Super. Und diese Petition haben wir eben erstellt, um diese noch vorhandenen Bäume hier auf dem Wilhelm-Leuchner-Platz zu retten. Einfach. Das haben auch schon unglaublich viele Menschen unterschrieben. Das ist sehr erfolgreich. Und wir hoffen, dass es auch weiter so einen Floh gibt, sozusagen dabei. Ich gebe dir mal so einen Zettel. Ja, gesagt, obwohl so viele Leipziger Bürgerinnen unserer Petition 14 unterschrieben haben, wurde ja am 5. Juli der Bebauungsplan im Leipziger Stadtteil beschlossen. Ja, richtig, leider. Was hat das in dir ausgelöst oder wie hast du das wahrgenommen? Wir stehen ja hier auf dem Wilhelm-Leuchner-Platz unter diesen riesigen, schönen, schattenspendenden Bäumen. Und genau hier möchte ich den Stadträtinnen und Stadträten sagen, was ich von diesem Beschluss des Bebauungsplans halte. Und zwar, es gibt in Leipzig oder in Leipzig leben so viele Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Weißt du, es sind Menschen, die im Sommer Bäume gießen zum Beispiel, die ehrenamtlich Wildvögel, Stadttauben, Igel, Amphibien aus menschengemachten Notfällen retten und versorgen. Es gibt Menschen, die ehrenamtlich wertvolle Naturflächen halten und pflegen, richtig, genau. Ne? Es gibt Menschen, die einfach nur in ihren Höfen oder auf ihren Balkonen kleine Biotope einrichten, die Wildtiere mit Futter versorgen, mit Wasser versorgen, vor allem jetzt im Sommer. Ne? Also ich könnte so viele Beispiele nennen, was Menschen in Leipzig in ihrer Freizeit tun, um etwas für das Klima zu tun. Ja, und all diese Menschen, die haben begriffen, dass wir ganz tief in der Klimakrise stecken und im Artensterben. Ne? Dass wir Angst haben müssen vor Wassermangel, vor extremer Hitze, dass wir um unsere Gesundheit und um unser Wohlergehen uns Sorgen machen müssen, dass wir es beschützen müssen. Ja, und nun komme ich zu unseren Stadträtinnen und Stadträten, die wohlgemerkt wir gewählt haben, die entscheiden einfach das Gegenteil. Die entscheiden, dass hier der Wilhelm-Leuchner-Platz bebaut werden soll, dass der gesamte Baum- und Heckenbestand verschwinden soll
die entscheiden für Siedlung, die entscheiden statt Entsiedlung. Das wäre doch hier zum Beispiel auch richtig, eine schöne Idee. Auf alle Fälle, natürlich, genau. Ne? Die entscheiden, dass der Grundwasserspiegel sinken wird, weiter sinken wird. Die entscheiden, dass unsere Stadt mehr unter Hitze leiden wird, wenn dieser Grünbestand hier verschwindet. Die entscheiden zum Beispiel auch, dass diese 17 Wildvogelarten, die hier gelebt haben und jetzt auch noch leben, einfach ihre Lebensstätte verlieren. Und die entscheiden, dass wir Menschen unter diesen Folgen zu leiden haben. Ja, was denken die sich eigentlich dabei? Ich bin so frustriert und enttäuscht und sauer auch. Ich fordere einfach von den Stadträtinnen und Stadträten, dass die Baulinien hier auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz einrücken, damit diese 165 Bäume bestehen bleiben können. Und ich fordere, dass wir Bürger mehr Mitspracherecht im Vorfeld bei Stadtratsentscheidungen haben können. Also echtes Mitspracherecht meine ich dabei damit. Ne? Und ich fordere, dass die einfach ihren Verstand einschalten. Besonders erschreckend war, obwohl wir uns ja schon fast daran gewöhnt haben, das fachliche Niveau, was man nur als unterirdisch bezeichnen kann, und die weitgehende Ignoranz gegenüber jeglichen umwelt- und naturschutzrechtlichen Bestimmungen. Ines Wangemann hatte ja eine Einwohneranfrage gestellt und da einige fachliche Fragen aufgeworfen, zum Beispiel bezüglich der Methodik, die angewandt wurde, um das Ausweichverhalten von Vögeln zu prognostizieren, oder bezüglich der Funktionalität von vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, sogenannten CEF-Maßnahmen. Sie hat aber da keinerlei Antwort bekommen. Ich habe für die gleiche Ratsversammlung ja auch eine Einwohneranfrage gestellt zum B-Plan Eutritscher Verladebahnhof und hatte da auch einige fachliche Fragen gestellt bezüglich der vorgelegten naturschutzfachlichen Unterlagen, die man nur als Gefälligkeitsgutachten bezeichnen kann, und hatte darauf auch keine fachliche Antwort erhalten. Diese Antworten kommen ja von den jeweiligen Fachbehörden, in unseren Fällen vom Amt für Umweltschutz bzw. der unteren Naturschutzbehörde. Und da ist es natürlich schon eigentlich erschreckend, dass man bei Einwohneranfragen keinerlei Antwort bekommt, die fachlich irgendwie auch nur halbwegs untermauert wären. Ja, und es ist ja schon so, dass auch in der unteren Naturschutzbehörde zumindest zum Teil fachlicher Sachverstand vorhanden ist, aber der darf sich offensichtlich nicht entfalten, insbesondere dann nicht, wenn die großen Investoren auf der Matte stehen. Und eine solche Behörde ist sehr hierarchisch aufgebaut und deswegen kann man sich natürlich die Frage stellen, in den letzten 3 Jahren oder in den letzten 5 Jahren wurden die Führungspositionen im AFU neu besetzt und offensichtlich mit der Intention, dass der Zerstörung des Stadtgrüns in Leipzig keinerlei Einhalt mehr geboten wird. Anders kann man das Ganze eigentlich nicht interpretieren. Ja, zu den Stadtverordneten ist es so, dass wir ja in den letzten Wochen für eine Vielzahl an B-Plänen und Vorhaben die Unterlagen sehr fachlich differenziert aufgearbeitet haben. Wir haben Stellungnahmen verfasst, haben die auch den Fraktionen zugesandt. Wir hätten natürlich auch für jegliche Rückfragen zur Verfügung gestanden, aber Rückfragen kamen nicht und es war ersichtlich, dass das die Stadtverordneten offensichtlich überhaupt gar nicht interessiert hat, mit kleinen Ausnahmen schon. Und ja, und dann kommt es natürlich dann dazu, dass Entscheidungen getroffen werden, dass B-Pläne durchgewunken werden, die eigentlich nichtig sind, weil die naturschutzrechtlichen Belange, insbesondere das Artenschutzrecht, überhaupt nicht bewältigt ist, wie es normalerweise in einem B-Planverfahren aber der Fall sein muss. Ich habe gestern im Radio eine steile These eines Wissenschaftlers zur Klimakrise gehört. Und zwar sagte er, man muss der Klimakrise mit technischen Mitteln begegnen, nicht mit Verzicht.
Also Bäume kommen da nicht vor. Die dürfen sogar weichen, so wie bei der Deponie Seehausen für einen Solarpark. Ohne den Baumschatten erhitzen sich die Städte auf 48 Grad, weil sie keine Kühlung mehr haben durch die Bäume. Diese Nachricht haben wir bekommen aus dem Mittelmeerraum. Und genau dort werden die Städte gekühlt mit kleinen Leitungen, die zyklisch Wasser versprühen, um die Luft frischer und kühler zu machen und um die Leute zu erleichtern. Genau diese Funktionen, wer naturkundig ist, weiß das, schenken uns diese die Bäume, die alten Bäume mit ihrem großen Schatten und mit der Möglichkeit, aus allen Blättern Wasser zu verdunsten und uns die Luft angenehm zu machen. Ich frage mich, ob die Technik wirklich alle unsere Probleme löst oder sollten wir uns das Vorbild der Natur zu Herzen nehmen und diese Bäume respektieren und achten und ihre Funktion wertschätzen. Ja, ich bin heute hier, weil es für mich gilt, Leben zu retten und Gefahr in Verzug ist. Hitzerekorde werden neu aufgestellt bis zu 48 Grad. Italien ruft die höchste Alarmstufe aus. Und auch in Leipzig brannten letzte Woche Felder. Und massive Rauchsäulen waren über Leipzig zu sehen, sodass kleine Kinder anfingen zu weinen und zu trösten waren, weil sie diese existenzielle Angst, die Feuer und Hitze auslösen, noch wahrnehmen. Und eine Woche davor entschließt unser Leipziger Stadtrat, die Rodung gesunder 70 bis 80 Jahre alter Bäume hier auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Und zwar die komplette Rodung von dem gesamten Strauch- und Baumbestand, das heißt in etwa 165 Bäumen. Ja, und das macht mich eigentlich sprachlos, also auf jeden Fall fassungslos. Wie kann das sein, dass so viele Stimmen der Leipziger Bürgerschaft nicht gehört werden zu dem Thema, die was anderes möchten? Es war auch viele Jahre davor, hier ein Wäldchen zu errichten oder mit einer Künstlerin hier schöne Spaliere zu errichten und noch mit Wasserstellen, also wo es auf jeden Fall um schattenspendende, kühlende Maßnahmen ging. Okay, es muss gebaut werden. Aber ich fordere wirklich den Stadtrat auf, oder ich bitte ihn dazu, nochmal zu überdenken, zeitgemäße Baumaßnahmen, Baupolitik tatsächlich auch umzusetzen, jetzt und nicht erst Klimaanpassungsmethoden für 2030 zu beschließen. Und ich möchte nicht, dass die Leipziger Innenstadt zu einer Betonwüste wird, wo man es nach 10 Minuten nicht mehr aushält und weg muss. Ich möchte, dass die gesunden Bäume, die wir noch haben, erhalten bleiben und gewertschätzt werden. Leipzig brennt, in Leipzig brennt. Feuer, 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 Feuer. Und wir haben kein Wasser. In Leipzig brennt, in Leipzig brennt. Feuer, 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 Feuer. Und wir haben kein Wasser. In Leipzig brennt, in Leipzig brennt. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 und wir haben kein Wasser. Feuer, 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 und wir haben kein Wasser.